Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Gerade so ein bisschen auf der Suche nach Geistern. Und hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal zwei Stück. Oder mindestens einer. Auf jeden Fall der hier. Komm mal her, mein Freund. Die habe ich jetzt im letzten Part irgendwie ein bisschen vergessen mitzunehmen. Deswegen wird das gerade nochmal nachgeholt. Oh, und er hat einen weiteren Schattenkristall einfach. Geil. Hey, da fehlt uns ja nur noch einer. Die Frage ist, der ist halt später erst wichtig, denke ich. Damit du dann ins Schloss reinkommst. Ansonsten eher jetzt aktuell noch nicht so wichtig, oder? I'm not sure. Sollte nur später wichtig sein, um ins Schloss reinzukommen. Okay, hier ist gar kein Geist. Schade, ich dachte, hier ist auch noch einer. Ne, dann war es das hier jetzt auch erstmal wieder. Oh. Okay, gut. Dann hätte ich gesagt, Teleport. Einmal nach Ordon. Jo. Ich bin gerade am Überlegen, kann ich mit Midna, also Link in Wolfsgestalt, kann ich damit die Kiste aufmachen, die Link in sein, nein, die Link in seinem Keller versteckt hat? Geht das? Das will ich mal ganz kurz ausprobieren. Auf jeden Fall kann ich zwei andere Items holen. Drei sogar vielleicht. Deswegen bin ich auch nochmal hier. So, einmal verwandeln bitte. Mal gucken, ob das geht. Weil theoretisch, wenn ich mein Gespür anmache, kann ich ja auch im Dunkeln sehen. Möglicherweise kann ich mir so die Kiste holen. Es ist ein Versuch wert. Ansonsten der offizielle Weg ist natürlich mit der Lampe. Da ist die Kiste. Aber es geht leider nicht. Schade. War aber eine gute Idee, finde ich. Weil normalerweise, ich glaube normalerweise kannst du Kisten auch so aufmachen, oder? Als Wolf kannst du, glaube ich, Kisten normal auch so aufmachen. Aber ich glaube, das ist hier extra so gemacht, dass du wirklich nur als Mensch und mit Lampe das machen kannst. Denke ich zumindest. Gut. Ja, ich glaube, das, was ich jetzt machen möchte, das kann man, glaube ich, auch nur bei Nacht machen. Oh, sehe ich dann Fuffi? Guck mal, da liegt ein Fuffi. So ganz leicht durchs Gras schimmernd. Cool. Wusste ich auch noch nicht. So, und dann einmal den hier. Ah, schade, das ist gar nicht mehr offen. Okay, dann funktioniert das gar... Doch, das funktioniert, wenn ich Tag... Ja klar, wenn ich Tageszeit ändere. Und dann ins Haus gehe. Dann komme ich da hoch, ne? So, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Schnell verwandeln. So, warte mal eben. Ist denn die Katze hier hinten zufällig noch da? Die Katze ist auch am Start. Okay, die möchte auf jeden Fall einen Fisch. Den Fisch holen wir hier erstmal. Und dann bekommt man nämlich ein Item von der netten Dame aus dem Shop. Normalerweise ist das eine Flasche Milch, oder? Oh Gott, was war das denn? Dim, 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 dim. Na komm schon. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. So, zack. Und die Katze, die schnappt sich den Fisch und rennt away. Dü, 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 dü. Genau, da müssen wir ein Item bekommen. Dann halt, ich will jetzt immer in das Haus reingehen, wo ich eben rein wollte als Wolf. Und da kann ich nach oben und da kann man sich vielleicht ein Schild holen. I don't know, maybe das ist auch ein randomized Item. Wir holen uns jetzt aber schnell erstmal
die Belohnung für die Katze ab. Und dann können wir auf der Ranch uns, glaube ich, auch noch in ein Loch buddeln als Wolf und dort halt eine Höhle finden. Ah, Mensch, aus einer Flasche wurden 20 Rubine. Das ist traurig. Schade, ey. Okay, aber wir haben es versucht. Ba, 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 ba. Okay, dann gehen wir jetzt hier nochmal in die Hütte rein und gucken mal, ob wir da vielleicht noch ein Item bekommen. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder ob das Schild überhaupt noch da hängt. Aber wir probieren das einfach mal aus. Denn, was ist denn hier eigentlich passiert? Werden die Puppen umhergeworfen? Kann ich keine Rückwärtssalto machen. So. Also es gibt auf jeden Fall ein Schild. Der hängt nur ein bisschen quer. Frage ist, ist es wirklich ein Schild? Es ist eine Geisterseele. Okay, cool. Da bin ich auch fein mit. Nee, Quatsch. Nur Geister. Nur Geister. Boah, habe ich vorhin den Geist? Oh, jetzt müsst ihr mir mal helfen, Leute. Habe ich den Geist vorhin, den ich geholt habe? Habe ich den da eingetragen? Bitte mal unbedingt in die Kommentare schreiben. Bin mir gerade nicht sicher. Oh Gott. Ja. Da fängt es schon an. I'm not sure. Okay. Was machen wir noch? Wir gehen jetzt nochmal auf die Ranch. Ich glaube, dann sind wir hier in Ordon eigentlich auch komplett fertig. Ich glaube, in Ordon müssen wir dann gar nichts mehr machen. Nee, mir fällt zumindest gerade nichts mehr ein. Doch, klar. Wir müssen noch die Kiste aus dem Keller holen. Die Musik ist auch cool. So, und hier beim Postboten. Gibt es tatsächlich einfach hier so ein krasses Versteck, wo du dich nochmal einbuddeln kannst und halt in eine Höhle kommst. Mit Ratten. Oh nein, ich brauche auch hier eine Lampe. Shit, ich habe schon wieder den Schleim verkackt. Das gibt's doch nicht. Boah, Leute, es bringt mir auch sowieso nichts. Ich brauche hier auch die Lampe. Ich werde wahrscheinlich kein Item bekommen. Das heißt, das kann ich mir gleich doppelt merken, dass ich hier Lampen brauche. Also die Lampe. Aber Geld gibt. Gut, Kohle. Nehmen wir doch auch mit, oder? So. Oh ja. Immerhin was, ne? So, haben wir nämlich 600 Rubine. Da bin ich fein mit. Okay, dann... Ja, ich hätte gesagt, dann sind wir hier jetzt auch erstmal durch. Ha, die Lampe, ne? Die Lampe wäre halt geil, wenn wir die endlich mal bekommen würden. Damit könnten wir auch sämtliche Höhlen unsicher machen. So, teleportieren. Ich hätte gesagt, wir gehen mal... in den Wald von Firone. Ja, 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 ja. Und könnten dann theoretisch auch noch in die verlorenen Wälder gehen. Bis zum Zeittempel hinter. Das Horror-Kit down machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das eingestellt habe, dass das Horror-Kit schon besiegt ist. I'm not sure. So. Babam. So, einmal hier rein. Ja, da gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Geisterseelen zu holen. I think so. By the way, man kann hier einfach den machen und kommt dann auf der anderen Seite wieder raus.
Also als kleine Abkürzung. Obwohl die Höhle jetzt auch nicht so groß ist. So. Geilo. Und hier würde ich mal kurz Tageszeit ändern. Oder ist hier immer Nacht? Kann auch sein. So. Hier gibt es halt auch nochmal einige Schatzkisten zu finden dann. Sobald wir halt die Lampe haben. Hallo. Und eine Geisterseele. Die nehmen wir mit. Und da geht's auch nochmal weiter. Die Jumping Parts finde ich immer cool irgendwie. So, und da sind wir auf der anderen Seite. Nice. Okay. Na dann, ab durch. So, ich weiß noch nicht, ob wir hier irgendwie großartig was machen können. Kann man... Muss ich hier erstmal gegen Gegner kämpfen? Nee. Okay, die sind nicht da. Dann hier haben wir den Vogel. Da liegt random ein Schlüssel rum? Warum? Was ist das normalerweise, Leute? Für die Bergruine. Snowpeak. Okay, cool. So, und es gibt hier auf jeden Fall noch Schatzkisten. Hier, glaube ich. Jo. Her damit. Und eine weitere Geisterseele. Okay, finde ich gut. Nehmen wir mit. Wir könnten in den Waldtempel reingehen. Wir werden aber an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommen, weil uns fehlt halt die Lampe und der Bumerang. Aber wir könnten mal reingehen und schon mal vorglühen quasi. Ein bisschen was können wir holen, ein bisschen was können wir machen, aber nicht viel. Die Musik. Oh nein. So, okay. Wir haben nicht mal ein Schwert, ne? Ja, keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist, hier reinzugehen. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas Blaues. Ich habe übrigens standardmäßig an, dass ich die Karten und die, den Kompass schon activated habe. Dementsprechend... Nein, das bitte. So, warte, ich guck mal kurz da hoch. Was ist denn da? Ah, eine kleine Schatzkiste, okay. Warum ist es blau hinterlegt? Heißt das, es ist eine kleine Schatzkiste? Oder was bedeutet das? Ah, geil. Für einen Schattenpalast. Ja, der hier, ne? Hey, warte mal. Habe ich jetzt dreimal... Habe ich jetzt schon vier Schlüssel? Aber ich kann das doch nachsehen irgendwo, ne? Irgendwo konnte man das doch nachsehen. Hier nicht. Z, hier. Schattenpalast. Ja, ich habe schon vier Schlüssel für den Schattenpalast. Krass. Alter Falter. Die Musik, ey. Die ist auch was Besonderes hier. So, die zwei weg. Jetzt sind die Schatzkisten. Ah, nee, okay. Das ist nur in dem Raum, in dem ich mich befinde. Da werden die Schatzkisten blau. Verstehe. Alles klar. So, mein Freund hier. So, dann kriegen wir hier auf jeden Fall noch eine Schatzkiste. Schön.
Auch wenn es nur eine kleine ist, aber die nehmen wir mit. Der Sound. Der Sound für die 5 Rubine, ey. Atemberaubend. So, dann... Warte mal. Zack. Ja, es kann sein, dass hier schon Ende alt Ende ist, weil ich halt keine Fackel hab. Keine Lampe! Mein... Diese blöde Fackel. Warum denn? Warum sag ich immer Fackel? Ich weiß es nicht. Okay, ein Herzteil nehmen wir noch mit. Zack. Und... Ja, okay, mit dem Affen kann ich auch rüber. Hier kriegt man die Tante, ne? Ja. Hi. Aber da gibt's... Nö, da gibt's nur die Tante. Alles klar. So, gucken wir mal. Ne, das wollte ich machen. Zack. Wir haben auch einen kleinen Schlüssel. Warte mal eben. Hier gibt es doch noch diese eine Passage, wo ich durchschwimmen kann. Und da gibt es, glaube ich, auch noch eine Schatzkiste. Jo. Und eine weitere Geisterseele. Ich weiß gar nicht, was hier normalerweise drin ist. Ist da ein Herzteil drin oder Geld? I'm not sure. Da. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ach, hier. Ich hätte auch Bock, Twilight Princess einfach mal wieder so zu spielen. Mit Story und allem drum und dran. Ist, glaube ich, auch nice. Ich auch voll Bock mal wieder. So, warte, ich erledige den für dich. Zack. Und die ist doof, die Spinne. Die ist echt doof. Okay, wir haben einen Schlüssel, Leute. Ich würde sagen, den benutze ich einfach mal hier. Zack, let's go. Und wir hoffen mal, dass wir hier noch was anderes Schönes bekommen. Auf jeden Fall eine Schatzkiste und ich glaube auch nochmal einen Schlüssel. Oh nein, Äffchen. Gott. Frame-Einbrüche. So, der ist tot und jetzt kommen, glaube ich, Gegner, ne? Ja, und ich glaube, die haben normalerweise noch einen Schlüssel dabei. Zum Glück habe ich meinen Morgenstern dabei. Okay, die haben doch keinen Schlüssel dabei. Schade. Aber ich kriege nochmal geile 5 Rubine. Ha! Nice. Ich dachte irgendwie, die haben einen Schlüssel dabei. Haben sie aber nicht. Okay, weiter geht's, Leute. So, jetzt haben wir 2 Äffchen. Und jetzt müsste es, glaube ich, auch gleich zu Ende sein hier. Naja, zumindest ein Herzteil haben wir mitgenommen. Ist auch okay, oder? So, können wir hier was machen? Ich glaube, hier können wir noch nichts machen, oder? Obwohl. Der dreht sich so. Ja, doch. Ich glaube, hier hinten können wir eine Schatzkiste mitnehmen. Zumindest hier so ein Schlüssel. Normalerweise ist da, glaube ich, ein Schlüssel drin. Und dann war es das aber hier. In diesem Abschnitt. 50 Rubine, okay, ja. Bald mal wieder Geld ausgeben. Ich glaube, ich werde dann in Hyrule-Stadt mal ordentlich spenden. Damit wir von dem Priester da das Item bekommen. Ich glaube, das ist ganz cool. Zack. So. Auf in den nächsten Raum. Aber. Die Mucke, die passt einfach null. Ich weiß aber gerade auch gar nicht, wie die normale Mucke ist. Das könnte ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. So, zack. Ach ja. Bam.
Und ich würde sagen, Leute, das war's hier mit der heutigen Folge vom Trailer Princess Randomizer. Gerne wieder einschalten, dann machen wir hier den Rest noch, soweit wir können. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die verlorenen Wälder rein. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer.